Ja, hallo. Hallo, Marashi. Ich bin Hubble, wir gehen zum Reis. Reis. Hey Consumer? Ja. Hallo. Hallo. Was machen wir denn heute Schönes? Pizza rein. Was machen wir da draus? Käsefüße. Geil. Da folgt mir schon drauf. Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Live Show und Tour. Und die ganzen Banausen sind auch mit dabei. Hi. Hallo. Jawohl. Wir gehen jetzt schön shoppen. In dem schönen Globus. Ja. Unsere Kamerafrau wird gleich überfahren. Der hat mir meinen Burger geklaut. Der liebe Konsumer, der liebe René Mienchen, der Hardstyler und der Bananenbrot ist auch mit dabei. Und wir gehen jetzt shoppen und ihr seid gleich dabei. Bis gleich. Damit musst du rechnen bei mir. Oh Gott, Herr Bananenbrot wird hier zum Krüppel geschlagen. Das warst du. René, nee. Konsumer, hier. Und Flexi, hier. Verstehe ich nicht. Das sind noch wir zwei. Jawohl. Der gehört zu uns, keine Sorge. Probiert. Ich hab's probiert. Und? Ah. All seine Peinlichkeiten werden auf YouTube hochgeladen. Was suchen wir denn? Keine Ahnung. Was suchen wir denn? Corona. Bier, du weißt, dass ich einen Riecher dafür habe. Ja. Es ist Bier. Ja. Von Fast and the Furious. Keine Schleichwerbung. Es wird alles nachkommentiert dann noch ein bisschen. Jetzt suchen wir unseren Einkaufswagen, den haben wir natürlich wieder mal verschlammt. Ja. Wer ist gefahren? Einkaufswagen kennen wir ja. Wer ist gefahren? Ich nicht. We'll be right back.
ja geil. Was wird hier? Und wir. Und das kann man auch zur Seite von dem Keller stehen. Ja. Grinspimmel. Papi. Kriegwürstchen. Nein. Ich steck das jetzt wieder in den Hals. Wir trinken heute was ganz kurz weg, ne? Komm noch nach Hause, bin gespannt. Wie lange sind wir jetzt schon drin? Wir stehen immer noch bei den Getränken. Denken wir an den Bauschrein im Blick bringen. Ich sehe übrigens, wo du hinzielst mit der Kamera. Ja. Schon auch die Augen. Wir zeigen jetzt alle unseren Bauch. Nein. Oh. Gut. Ja, da ist er nicht. Schon im Sechsten. Da ist nichts. Du bist der Einzige. Ja, ich hab. Guck dir die Bilder an. Ich bin verzweifelt, steht da nur oben, habe ich gerade eben gelesen. Ja, Das ist sau dumm. Da ist jemand verzweifelt bei uns. Aber ich habe einer geschrieben, dass der Heil angekommen ist. Da ist die Gruppe. Ja, das ist schön. Wo ist die Banane schon wieder? Der sucht immer noch Panzertape und eine MacLight-Tasche. Banane ist los, neue Aufgabe. Challenge accepted. Panzertape. Halt einfach mal die Kamera hoch und stinkst immer so, dann wirst du es gleich sehen. Banane. So. Schöne Decke, oder? Banane. Wofür Panzertape? Für dich. Für mich? Ja. So lang? Ja. Da freue ich mich schon drauf. Was soll ich denn mit denen? Ja. Ja, andersrum dann. Sollen wir beide dann Spaß haben? Vaseline müssen wir holen. Stimmt. Du hast recht, Vaseline müssen wir noch besorgen. Vaseline und Kondom. Was denn? Ich bin nicht schwanger. Hat er doch Holzspiele sogar. Ach ja, stimmt. Genau. Das war bestimmt auch. Oh ja, das war bestimmt. Das war das letzte Mal, dass ich mit meiner Freundin hier einkaufen war. Und auch so hier rein. So, auf geht's zum nächsten Regal. Mal gucken, keine Ahnung. Ich glaube, Kuzuma ist verliebt in Banane, er kauft Pralinen. Wo bist du denn? Ich glaub's ja nicht.
Bitteren, ne? Und nicht, dass du eifersüchtig wirst, ne? Bananeneis. Hast du denn Eis? Du hast das Eis gekauft. Kamera. Du hast das Eis noch nicht mal gegessen. Doch, ich habe das Eis gegessen. Nein. Er hat gesagt, Cola und Zitrone sind tabu, wenn er die will. Dann habe ich da gerade gehört, du hast Eis gekauft. Und weiter? Noch nicht gegessen. Nö. Und dann nochmal Eis? Verstehe ich nicht. Das ist übrigens Bananeneis für den Wann ist das Kinders. Schon reserviert worden? Um 10. Um 10. Kinder, das ist 10 auf dem Reisekeller sitzen. Das heißt, fahren wir ins Café des Sonnen zum Frühstück. Ja. So. Papa sagt, Kinders, Papa spricht. Kinder, jetzt müssen wir los. Okay. Auf geht's. Dein Sitz ist kaputt. Ja. Herzlichen Dank. Sauf. Ja, ich sag's dir dann. Ich hab ein alkoholisches Problem. Spaß. Und das hier ist für euch. Alles Salz. Alaska Boy. Das ist Hallöchen, ja, hier ist euer Flexi. Ich hoffe, ihr hattet bis jetzt schon mal ein bisschen Spaß bei dem Video. Ich muss mich mal kurz zu Wort melden bei dem nächsten Clip, der jetzt kommt. Da muss ich dazu gestehen, war unsere Kamerafrau etwas betrunken. Und ja, wir hatten den lieben Daniel, den Herrn Bananenbrot, etwas verloren in unserem Laden. Und ja, wer kam dann auf eine glorreiche Idee? Das war ich und ja, ich dachte mir so, ach komm, wisst ihr was, Jungs, wir lassen ihn einfach mal ausrufen. Leider Gottes Namen hat Kameramann, Kamerafrau, aber ich glaube, es war doch der Kameramann, der betrunken war, leider vergessen, die Kamera anzumachen. Und es ist leider nicht auf dem Video drauf, bei dem ganzen Videomaterial. Ich bin ja auch gerade live dabei, noch am Schneiden alles.
Ja, aber trotzdem hört ihr so ein bisschen, wie wir schon uns am Totlachen sind und am Kichern sind, wie wir das machen. Wir wollten erst lieben Herrn Bananenbrot aussuchen lassen, aber ja, dann doch nicht. Dann haben wir gesagt, nee, komm, dann machen wir dann halt Daniel Piep. Und ja, ich versuche das mal jetzt so nachträglich zu kommentieren. Daniel Schall. Ey, komm mal. Komm, mach du das. Aber ich filme das jetzt nicht, ja? Doch. Hallo, wir haben unsere Konter morgen. Genau. Herr Bananenbrot, einmal bitte zur Information. Herr Bananenbrot, bitte. Der kleine Herr Bananenbrot soll bitte aus dem Spieleparadies abgeholt werden. Der kleine liebe Herr Bananenbrot. Du warst auf einmal weg. Ich hab gesagt, ich komme gleich wieder, Leute. So. Tee? Prinzessin Lillifee oder Salbei? Alter. Wie bist du denn drauf? Der Salbei-Tee für meinen Hals. Ja, und dann war es eigentlich soweit. Wir standen an der Kasse und haben uns gegenseitig gefragt, na, was schätzt ihr denn so vom Preis her? Und ja, wir haben so alle so 80, 90 so geschätzt. Und dann, ja, dann kam die Summe. Und alter Schwede, davon hätten wir normalerweise umsonst ein Schnäpschen kriegen können an der Kasse. Aber naja, gut. Seht selbst. Ihr seht ja auch generell, wie viel wir auf dem Band haben. Aber seht selbst. War ein umsonst ein Schnäpschen. Guck mal die Summe. Ja, Konsumer, unser kleines Klammeräffchen, musste dann unter dem Einkaufswagen Platz nehmen, weil wir leider nicht genug Platz auch im Auto hatten. Und deswegen haben wir dann den Einkaufswagen einfach hinten an der Anhängerkupplung drangehangen und Konsumer dann hinten im Wagen, also im Einkaufswagen, gelassen. Und so sah das dann ungefähr aus. Ja, weil wie gesagt, das Auto war einfach rappel voll. Wir sind auch mit einem Auto gefahren. Ja, wir haben alle hinten gesessen. Und ja, Konsumer ist heile angekommen, der ist ja auch wieder heile zu Hause. Ja, das war quasi so unsere Einkaufstour. Ich hoffe, ihr hattet jetzt erstmal so ein bisschen Spaß. Es kommen noch ein paar Videos, die ihr jetzt noch gucken könnt. So. Und ich hoffe, ihr hattet jetzt erstmal Spaß gehabt jetzt hier bei unserer Einkaufstour. Und ich denke mal, dass ich so 2 bis 3 Videos machen werde von unserem Fantreffen und generell unserem LPLS PS4 Familientreff. Und das war jetzt erstmal das erste Video. Und ja, freut mich, dass ihr Spaß hattet beim Zusehen. Und wie gesagt, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Und ja, dann würde ich jetzt mich einfach mal... Ja, ich... ja, was mache ich denn noch hier? Ich, ich fühle mich so allein. Ich, was? Das war so schön. Ja, jetzt, ihr seid ja immer noch dran. Ich weiß gar nicht, was soll ich denn noch erzählen? Ich, es ist eine Schweinearbeit. Ich hoffe, dass das wisst ihr zu schätzen. Ich denke mal, das wisst ihr auch. Aber, weißt du was? Wie gesagt, gibt ja noch genug andere Videos hier auf meinem Channel. Kannst ja mal gucken, du, der das Video gerade guckt oder ihr. Ne? Und, ich weiß, soll ich ausmachen? Ich rede so gerne mit dir. Ja, was bleibt mir eigentlich zu sagen? Eigentlich gar nichts mehr. Ich möchte mich einfach herzlich nochmal bedanken, dass du guckst. Wie gesagt, die nächsten Videos folgen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.